So, liebe Freunde, willkommen zur letzten Folge mit unserem Mono Green Deck. Wir werden den Run hoffentlich erfolgreich beenden. Es sind, glaube ich, noch zwischen zwei und drei Games. Gar keine so große Spanne. Ich dachte irgendwie, es wäre mehr, aber wenn wir können ja entweder zwei am Stück gewinnen, zwei am Stück verlieren, oder eins gewinnen, zwei verlieren, oder zwei gewinnen, eins verlieren. So, also es könnten nur entweder zwei oder drei Games werden. Haben wir nicht zwei gewinnen und zwei verlieren können, weil sobald wir eins zweimal tun, ist der Run vorbei. B-b-b-bam. Viel Gerede, wenig gesagt. Das ist keine gute Hand, da wir aber starten. Gib mir das mal. Famous Last Words. So ein Two-Drop wäre jetzt geil. Ich weiß, ich darf gar keine Ansprüche stellen, weil ich so eine Hand gehalten habe, aber. Oh, rot! Please don't. Don't hurt me. Rot-Grün. Koalition. Cold Steel Heart, okay. Zack. Zack. Machen wir es mal so. Kann es wieder drei Leben kosten. Aber gegen Rot ist das ja nicht so schlimm. Und wenn ich jetzt ein Land ziehe, dann spiele ich die beiden Länder, die ich gezogen habe, und spiele den für 6. Und wenn wir dann nochmal Land ziehen, können wir Turn Timber spielen. Wenn ich kein Land spiele, muss ich halt Turn Timber diese Runde spielen. Und dann kriegen wir aber auch schon direkt den City's Blessing, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Das heißt, der nächste Zug wird sick. So oder so, egal was wir ziehen. Und Regrowth als Backup-Plan ist auch nicht schlecht. So, außer der Gegner tötet uns jetzt den Sword Tooth. Das sieht nicht danach aus. Und das sieht auch nicht danach aus. Okay, alles klar. Das ist kein. Dann machen wir das so. City's Blessing! In die Fresse! So. Viel besser hätte es nicht laufen können. Vor allem, wenn er jetzt auch keinen Spell spielt, dann flippt hier direkt unser Werwolf. Einzige, was jetzt nicht passieren darf oder sollte, ist, dass er irgendwie auf 7 Mana kommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und eine Hornet Queen spielt. Hornet Queen ist in dem Matchup so stark. Deswegen bin ich auch gerade bei der Überlegung, den Liberator zu spielen und das Artefakt zu zerstören. Okay. Ah, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob das so viel bringt. Okay. Okay. Und jetzt bringt es auch nichts mehr, das zu tun. Also. Block ruhig ein. Triade ist nämlich auch stärker als Hornet Queen. So, die letzte Karte darf jetzt keine Hornet Queen sein. Sieht aber auf jeden Fall ziemlich gut aus, das Game. Das ist, wenn er die Triade removed. Oh. Not bad. Können wir die gleich wieder spielen. Wenn wir ein Land ziehen, können wir die wieder spielen. Das ist kein Land.
Das ist leider kein Land. Das sieht gerade so wieder. Klar, wir noch 5-5 an. Aber auf jeden Fall schon eine starke. Starker Draw. Geht das nicht? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, okay. Also die Dryade, würde ich sagen. Dann greifen wir mal nicht an. Lohnt sich nämlich nicht so richtig. Noch eine Dryade. Good game. Wir hätten jetzt nämlich auch Länder und Kreaturen vom Top of the Deck spielen können. Und zwar zwei Länder pro Zug. Also, der hätte auch kein Land mehr gesehen, glaube ich. Okay. Potenziell letztes Game. Weiß ich nicht. Ich glaube, geh mal runter. Das ist etwas besser. Nicht viel, aber etwas besser. Je nachdem, was der Gegner spielt, ich will Runde 3 Elixier spielen oder Bestiary. So, bitte kein Aggro. Oh, sogar ein One-Drop. Können wir, glaube ich, nächste Runde können wir Meister und Elixier spielen? 2, 3, 4. Ne, können wir gar nicht. Können einfach nur Elixier spielen. Keepen wir mal. Okay, Gegner bis jetzt noch nicht viel gemacht. Okay, das ist gar kein Problem. Eins, zwei. Oh, der hat Mana Tithe. Witzig. Dann spielen wir mal so, dass wir noch ein Mana über haben. Fahren. Oder Swords to Plowshares. Eins von beiden wird er haben. God of Bullying gibt es auch noch, aber ist unwahrscheinlicher. Mein Tipp ist entweder Swords to Plowshares oder Mana Tithe. Davon. Soll ich. Bleibt sich zum Blocken zurück, okay. Land, please. Cast out. Auf was? Bestiary. Okay, gut. Boah, der ist so gut. Vor allem gegen das, was der Gegner da liegen hat, ist der gut. Nein, Mana Tithe! Ah. Oh, hat er nicht gemacht. Okay, hat er nicht.
Ach, der hätte das cyclen können für einen Mana, das war das, was er eben offen gehalten hat. Von mir aus. Ich hätte gerne mein Bestiary wieder. Good game. Ja gut, das waren jetzt ja doch irgendwie schnelle Games. 10 Minuten. Dann draften wir jetzt noch das nächste Deck und springen dann aber erst in der nächsten Folge quasi wieder ein mit dem Spielen des Decks. Das heißt, wer keinen Bock hat beim Draften zuzugucken, kann jetzt abschalten und dafür in der nächsten Folge aber die volle Action mitkriegen. Und wer noch Bock hat, das Draft mit anzusehen, der ist herzlich eingeladen. Mal gucken, was wir so kriegen. Vielleicht. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal auf 5 Color zu gehen. Muss man noch gucken. Generell auch gerne Rückmeldungen geben, wenn ich die Drafts einfach nicht aufnehmen soll, nur Spielmaterial, weil es geht ja schon irgendwie immer 20 Minuten drauf. Ich weiß nicht, wie interessant das für euch ist, da meine Decisions mitzukriegen, weil, also normalerweise würde ich sagen, ich nehme es auf jeden Fall auf, weil es nicht so lange dauert. Hier in der MTG Arena draften die Leute aber sehr, sehr langsam. Das ist das Problem. Und deshalb, ja. Wahrscheinlich alle, die das nicht sehen wollen und das kommentieren würden, haben jetzt schon abgeschaltet, weil ich gerade gesagt habe, ey, wer es nicht sehen will, der kann jetzt skippen. Ich sag's vielleicht nochmal am Anfang der nächsten Folge oder so. Wenn ich dran denke. Ja, weil das ist halt wirklich so, dass manche Leute sich so viel Zeit lassen und meiner Meinung nach Arena auch zu viel Zeit gibt. Also für den ersten Pick eine komplette Minute oder ich glaube, es sind sogar anderthalb Minuten. Das ist natürlich echt doof. Das ist zu viel. Vor allen Dingen. Ah, da hat einer nicht auf Ready gedrückt. Ist der zweite Pick, glaube ich, auch nicht viel kürzer. Das ist das Problem. Komm schon. Oh, ich will jetzt nicht den ganzen Tag hier sitzen und warten, bis der eine random auf OK drückt. Genau sowas. Komm schon, jetzt, jetzt. Aha. Der ist ziemlich cool. Golos, 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 Golos. Wir versuchen jetzt mal 5 Color. Also solange sich das nicht vollkommen verbiegt. Wenn halt die Karten nicht flowen, dann machen wir was anderes. Aber der Plan ist 5 Color und wir picken mal alles raus, was irgendwie in Richtung 5 Color geht. In der Hoffnung, dass nicht irgendwie jetzt einer von den beiden, die links oder rechts in dem Falle von mir sitzen, das auch probieren. Wacker Metabam enttäuscht mich nicht. Ich habe ein paar richtig gute Karten weitergepasst, aber man kann halt immer nur eine Karte picken. Das ist halt das Geile an Cube Draft. Du hast so viele gute Karten. Siphon Insight könnte man nehmen. Oder halt eins der Lands. Lightning Strike ist auch nicht schlecht als Removal. Aber wenn das jetzt ein grünes Land wäre, ist das gut. Aber das Land hier.
Wenn wir jetzt schon viele Länder haben, ziehen im ersten Pick oder im ersten Pack, dann haben wir mehr Freiheit im zweiten und dritten Pack, wenn die links und rechts von uns sitzen, schon in ihren Farben drin sind, haben wir mehr Möglichkeiten, da Sachen zu picken. Field of the Dead plus Golos ist schon mal ziemlich nice. Time Warp. Dass Time Warp noch durchgegangen ist. Und 1, 2, 3, 4, 5 Lands. Das heißt, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir von dem noch ein Land mitkriegen. Was auch wieder sehr gut ist. Und ist jetzt eigentlich nur Lands gepickt plus Golos und Time Warp. Okay, Pact of Negation ist nicht schlecht. Dann geben wir noch mehr Lands. Cooler ganze Command ist auch ziemlich nice. Cooler ganze Command können wir uns Golos wiederholen, falls der zerstört wird. Das wäre, glaube ich, die Option, die am stärksten ist, je nachdem, was wir dafür krasse Spells noch mitkriegen. Die anderen sind alle so meh. Den könnte man halt nehmen als. Aber von dem bin ich echt nicht überzeugt. Oder Restoration Angel. Da picken wir den wahrscheinlich am ehesten mal noch. Kann eine Kreatur von uns beschützen. Und Golos das zum Beispiel flippen nochmal. Bestiary ist nicht schlecht, aber bringt es auch nicht so viel. Würde eher so ein Cycle Land nehmen. Clone Crafter. Unholy Heat ist auch nicht schlecht. Chandra ist, glaube ich, auch ein sehr guter Pick. Das wird so ein Mess. Geil. Ja, wir haben auf jeden Fall den Boy vor uns, der auffällt. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, weil die meistens nicht so viel Plan haben von dem, was sie tun. Regrowth ist auch nicht schlecht, aber ich bleibe einfach mal dabei, ein paar Lands zu picken. Oh, noch mehr Lands. Magma Opus. Ja, was haben wir denn jetzt? Ist jetzt noch sehr wenig Grün. Haben wir hier leider aber auch nicht. Beide Doppelkombinationen schon. Ich bin kurz davor, Magma Opus zu nehmen. Ich kann es nämlich entweder einen Treasure Token machen oder. Nee, bleiben wir bei den Lands. Noch mehr Lands. Wildest Dreams, mein Sideboard. Nee, Ojitas Command. Oh, den wollen wir nicht. So. Nichts wirklich Geiles dabei. Mangara ist nicht schlecht. Aber sonst. Blumen im Arsch gleich. So. Da können wir mit arbeiten. Scoot Swarm ist gut. Night of Autumn ist gut. Helm ist gut. Immortal Sun ist gut. Brazen. Wreckage. Super viel. Das ist ein richtig geiles Pack. Die würde ich gerne nicht. Das Pack würde ich einfach gerne behalten. Die Frage ist, ob wir die Immortal Sun nehmen. Antwort ist ja. Für alle, die sich die Frage gestellt haben. Llanowar Visionary, Explore, Cruel Reality. Ja, wir nehmen mal einen Explorer, damit wir schneller sind, weil wir. Das hat Five Color immer so an sich, ist relativ langsam. Dryadis gut für uns. Wir brauchen aber auch noch ein paar richtig dicke Dinger.
Sim Gas Command ist nicht schlecht. Demonic Tutor ist sehr, sehr gut. Ist einfach pure Randomness, dieses Deck. Einfach das Beste vom Besten. Volo ist ziemlich nice, aber da haben wir nicht genug Kreaturen für. Das Land noch. Golden Egg könnte man auch machen, aber. Magma Quake. Oh, nevermind. Orrery. Oh, das wird so nicht funktionieren, dieses Deck. Ganz viele. Ist nicht Mystic Mastery. Dieses Deck wird excised ist? Nee. Okay. Das Deck wird vorne und hinten nicht aufgehen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Mass Removal. Und vielleicht noch die ein oder andere Kreatur. Und Early Ramp. Aber sonst haben wir alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schon 9 von unseren 21 Picks waren Lands. Staut sich das hier ein bisschen. Why does it take so long? Bin ich sicher, ob ich nicht zu viele Lands picke. Aber bei Five Color kannst du halt eigentlich nicht zu viele Lands picken. Aber uns fehlt es noch wirklich so ein bisschen am Early. Vielleicht Early Removal, Mass Removal. Weiß nicht, ob das gerade die richtige Entscheidung war. Was habe ich denn gepickt? Orrery habe ich gepickt über das Magma Quake. Ich hoffe halt irgendwie ein bisschen schwarzen oder weißen Mass Removal noch zu ziehen. Okay, das ist alles Bullshit, dann nehmen wir lieber das. Command ist nicht schlecht. Okay, so. Murderous Rider ist gut. Patient Rebuilding ist gut, aber ich denke, wir nehmen den Rider. Riders of the Storm. Royal Eruption ist auch nicht schlecht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13. Wir haben schon fast zu viele Lands gepickt, weil wir wollen ja auch von jedem Standardland nochmal eins haben. Hier haben wir Destroy All Non-Giant Creatures. Swords to Plowshares ist auch ziemlich nice. Hier so ein Dreifach-Dings ist auch nicht schlecht. Aber. Das haben wir mal Spells. Wie viele Spells haben wir denn bis jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall Minimum noch 2 bis 3. Damit wir überhaupt ein playable Deck haben. Was haben wir im Sideboard? Ja, okay.
theoretisch spielbar wäre das Deck jetzt schon. Aber ich will noch ein bisschen Rums haben und ein bisschen Removal vielleicht. Doomscar. Doomscar. Sheldred oder Hornet Queen. Hornet Queen ist ein bisschen mehr powerful. Treasure Map ist auch ziemlich nice. Kannst du Not für 2 Mana als 2-1 First Strike spielen oder halt das Flashbacken vom Gegner? Midnight Clock. Midnight Clock. Prismari Command. Oh Gott, dieses Deck wird vorne und hinten nicht funktionieren. Scheiße. Sublime Epiphany ist halt das Stärkste da in dem Set gewesen. Mana Tithe oder Player Mana Tithe? Mana Tithe ist einfach geil, weil du damit Gegner halt erwischen kannst irgendwie. Wenn die gerade das nicht kommen sehen. Du Basic Lands, ne, das bringt nicht so viel. Die anderen sind auch alle so. Ah, hier. Ja, ich bin so dermaßen nicht zufrieden. Oh, Trish. Dann nehme ich das Land halt. Was wollt ihr von mir? Okay, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen dran rumbauen. Companion? Wir haben irgendwas, das man als Companion einsetzen kann oder was? Ach, das Dings hier. Sunny contains only cards with mana value 3 or greater and land cards. Nee. Also, den machen wir nicht als Companion. Gut, 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 gut. Ja, die Karten sehen gut aus. Ich überlege, den Mana Tithe noch rauszunehmen. Wir haben viel. Es ist alles grün-weiß.
Weiß. Wir haben sehr wenig Schwarz. Und okay, nehmen wir einen weg und machen dafür Schwarz rein. Das war aber das richtige Schwarz. So, dann brauchen wir natürlich auch noch die richtige Insel. So. Eine Karte müssen wir noch rausnehmen. Frage ist welche? Ja, Inquisition raus. Okay. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Bis denne.